haben in Sachsen anders als in anderen Bundesländern kein Lehrerbildungsgesetz. Das heißt, es gibt keine gesetzliche Verankerung für dieses wichtige Feld der Lehrerbildung, die ja für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer, Studierende, aber eben auch für die Hochschulen so wichtig ist, um eine klare Planbarkeit zu haben bei der Lehramtsausbildung. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Staatsregierung offenbar überfordert war, tatsächlich gute Qualität in der Lehramtsausbildung zu sichern und für genügend Lehrerinnen und Lehrer zu sorgen. Wir wollen mit unserem Gesetz ganz klar für mehr Qualität in der Lehrerausbildung sorgen. Und wir wollen, dass die Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich auf ihren Beruf in der Realität vorbereitet werden. Wir wollen, dass es nicht mehr nach Schularten ausgebildet wird, das heißt nicht mehr Oberschullehrer oder Gymnasiallehrer, sondern nach Stufen. Die Grundstufe soll ein Lehramt sein und dann die Sekundarstufe. Wir haben unser Lehrerbildungsgesetz jetzt hier in das Parlament eingebracht. Es wird eine erste Lesung geben und danach wollen wir aber, bevor es in die Abstimmung kommt, nochmal an allen Orten, wo Lehrer ausgebildet werden in Sachsen, an den Hochschulen, mit den verschiedenen Menschen sprechen. Ja, und am Ende werden wir diesen Gesetzentwurf dann im Landtag abstimmen und wir hoffen, dass er breite Zustimmung kriegt, weil er ja für motivierte Lehrerinnen und Lehrer dann, die gut ausgebildet hier in Sachsen sind, sorgt.